Meine Damen und Herren, wir spielen Civilization 6. Wir spielen live auf Twitch. Ich zeichne auch für YouTube. Mit dabei ist erstens Theodora, die Herrscherin von Byzanz, unsere Kaiserin. Zweitens der heilige Buddha, der auch gut auf uns aufpasst. Hallo Theodora. Guckt ein bisschen verkniffen. Ich glaube, sie posierte gerade schon für einen Bildhauer, der eine Statue einer heiligen und frommen Königin am Meißeln ist. Und mit dabei ist natürlich Matsumen. Hi Matze. Ja, CWBC, und ich sehe gerade bei Theodora, dass sie schon unser heiliges Symbol übt. Nämlich offensichtlich steht sie auf Rauten und sie macht die Raute für uns. Das wird wohl so sein, dass wir diese Symbole immer häufiger so finden werden. Sehr genau. In der engeren Auswahl für einen Kanzlerplatz später ist auch schon Frau Dr. Murkel und viele andere mehr. Mu natürlich. Eine Runde weiter hier. Und leider, wenn wir jetzt einen Speer, ich sag mal, verlieren. Und sein Hund. Die erschlagen Hunde, guck mal. Nein, er überlebt. Er hat überlebt. Ein Wunder. Der heilige Buddha dafür. Es gibt keine andere Erklärung. Der Speer lebt immer noch. Kannst du bitte zu Ehren des Spielers einmal den Hund streicheln lassen, WB? Wie mache ich das? Hier rechts, einmal streicheln? Ja, bitte. Aber ich bin gerade ein bisschen auch enttäuscht von dem Speer. Er hat ja nicht gekämpft. Also wenn er wirklich heldenhaft gekämpft hätte, hätte er so sehr zurückgeschlagen, dass er dabei auch gestorben wäre. Also die Tatsache, dass er überlebt, ich will jetzt nicht sagen, das war feige, aber es war zumindest mutlos und inkonsequent. Finde ich nicht cool. Schau mal hier oben. Zweimal geothermische Risse nebeneinander. Ich weiß nicht, ob wir hier jemals eine Stadt gründen. Ich würde sagen, nein. Aber wenn, schau dir das hier mal an, Matze. Das war der Super Deluxe Spezialcampus. Ja, ich warte auf die ersten Vorschläge aus dem Chat, dass wir nebenan eine Amundsen Scott Polarstation bauen sollen. Habe ich gerade auch gedacht. So, Matze, weißt du was? Sollen wir ihn in den Tod schicken? Ja, also wir waren ja etwas unzufrieden mit dem Speer. Ich würde sagen, wir schicken ihn in den Tod und sagen dem Hund, du darfst weglaufen dafür. Der Speer soll sich schützen vor seinem Hund stellen. Ja, genau. Jetzt ziehen wir hier unten noch was weiter. Er hat die Hügelbeförderung, ist auf Hügel schneller unterwegs. Naturwunder hatten wir ja schon aufgedeckt. Bonusdorf aufgedeckt, mitten im Regenwald. Regenwald mag ich sehr, gibt sehr coole hohe Erträge. Könnte man auch einen Seher nachher reinschicken und den Wald einmal abfackeln, bevor man da eine Stadt gründet. Das hätte den Vorteil, dass der nachgewachsene Wald dann ein bisschen mehr Produktionspunkte hätte zum Beispiel. Aber dafür müssten wir erst einen Seher kaufen. Kaufen kann man die, glaube ich, sofort. Problem ist, wir brauchen dafür Glauben, 100 Glauben. Ich glaube, wir sind Glauben noch nicht genug. Eine Runde weiter? Ja, glaube ich. Ist nur so eine Glaubenssache bei mir. Ich weiß es nicht, ne? Oh. Ich dachte, Ton müsste sich in der Hand eines guten Töpfers wohlfühlen. Unfassbar. Jetzt ist der Kornspeicher aufgedeckt und wir haben ein weiteres, das hier aufgedeckt, Steinmetzkunst. Jetzt könnten wir Stadtmauern bauen und wenn wir einen Steinbruch bauen, kämen wir relativ schnell zur Astrologie. Haben wir ein Steinvorkommen in der Nähe unserer Hauptstadt, Matze? Nein, schade. Schade. Doof. Schau mal hier oben, Matze, dritter Ring, Perlen. Ja, die hatte ich gar nicht gesehen. Damit können wir hier oben auch die Perlen anschließen. Dann könnten wir uns hier eventuell auf den Wein kaprizieren und bräuchten die Perlen gar nicht unbedingt. Ach, die können wir verkaufen. Oder du machst daraus eine hübsche Halskette und fängst die Theodora als Zeichen deiner Anerkennung. Das könnten wir auch machen. Wir bewegen uns ein Stück vor. Boah, sind da viele Feinde. Wie gut, dass wir eingestellt haben bei den Politikkarten, dass unsere Leute sehr diszipliniert sind und mehr Kampfstärke haben. Wenn sie gegen Barbaren geht, das könnte unsere Rettung sein. Hier unten wollen wir natürlich hinrennen zu dem Bonusdorf hier. Wollen uns Geschenke machen lassen. Zweimal Trüffel.
Einmal Wale, Luxusressourcen, incoming. Eine Runde weiter. Hier vorne mittlerweile drei Bürger, in drei Runden einen Krieger hatte ich eingestellt, damit der Handwerker, der nachher entsteht, wenn der Modernisierung baut, dass die auch beschützt werden können halt. Ich fürchte, wir werden noch einen zweiten wahrscheinlich gebrauchen können. Ja, glaube ich auch. Das gibt Trüffeltran, meinte North Bowman, wenn man das Ganze zusammenschmeißt. Die lassen wir stehen, den Krieger, der verschanzt sich und sagt in Türwächtermanier, du kommst hier nicht durch. Hat einen Verschanzungsbonus, steht außerhalb auf Wald, der bleibt hier stehen. Hier war ein Späher eben zu sehen. Einmal Bonusdorf bitte. Und 20 Glauben. Super cool, das bedeutet nächste Runde, Matze. Können wir ein Pantheon gründen? Sehr fein. Und Stadtstaat kennengelernt und wir sind nicht die Ersten, aber es ist ein wissenschaftlicher Stadtstaat. Die finde ich schon mal per se cool. Und irgendjemand war vor uns schon da. Haben indirekt die erste Fraktion kennengelernt. Ihr wisst, es sind entweder Gorgo und die Griechen oder es sind Alexander und die Mykodonier. Es ist eventuell Gaius Julius Caesar und seine Römer, es könnte die ptolemäische Kleopatra sein, die Pharaonin der Ägypter, oder es könnte, wie heißt er nochmal, Döner, Gyros, Kyros könnte es sein mit seinen Persern. Einer von denen könnte es sein, ja. Wen wünschst du dir in der Nähe? Wen hätte ich gerne in der Nähe? Kleopatra. Aus Anhänglichkeit. Das ist aber eine Überraschung. Ja, ich möchte ihr schöne Augen machen. Eine Runde weiter. Aber irgendjemand ist halt vor uns in Hattusha gewesen. Wir bekommen allerdings jetzt das Pantheon und wir bekommen, sobald wir eine heilige Stätte gebaut haben, und das werden wir machen, hier unseren ersten Gratisgesandten. Das war die Quest hier. Eine heilige Stätte, ein Gesandter kommt rein. Vielleicht kriegen wir es sogar so getimt, dass wir dann schon die grüne Politikkarte haben, die den ersten Gesandten verdoppelt. Aber ich glaube nicht, die kommt viel später im Spiel. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Vor allem brauchen wir denn eine fortgeschrittene Regierungsform, um überhaupt einen Platz zu haben für die grüne Karte. Das wird nicht klappen. Unser Pantheon. Was haben wir hier oben, bevor wir die Auswahl treffen, Matze? Wir haben sehr viel Sumpf. Wir haben relativ viele Weiden, aber nicht unendlich viele Weiden. Wir haben vor allem viel Sumpf einfach. Wie sieht's aus mit Vulkanerde? Haben wir noch nicht viel. Wird aber viel entstehen. Das ist die Anziehungskraft. Das geht so. Ein Naturwunder hier vorne. Viele Überschwemmungsgebiete, viel Schwemmland. Was ist das für Schwemmland, das es hier gibt? Das ist überwiegend Ebene oder Grasland? Grasland, Schwemmland, überall, ne? Überwiegend. Wenn wir hier eine Stadt gründen, wenn die nicht von unten gegründet wird. Hier oben ist gar kein Schwemmland, nur hier vorne. Okay, alles einmal gecheckt. Jetzt werfen wir mal einen Blick ins Pantheon, Matze. Denk dran, irgendwas mit Glauben hilft immer. Wir wollen nämlich auf Glauben spielen hier. So sieht's aus. Tanz der Nordlichter ist schon mal doof. Wüste ist auch doof. Haben wir alles nicht bei uns. Wir werden viele heilige Städte bauen, wir haben auch viele Flüsse. Noch mehr Annehmlichkeiten, noch mehr Wohnraum für jede Stadt, deren heilige Städtebezirk an einen Fluss angrenzt. Wir haben ja eine Spezialeigenschaft mit unserer Theodora. Heilige Städten gewähren Kultur in Höhe ihres Nachbarschaftsbonuses und vor allem Bauernhöfe. Bauernhöfe geben heiligen Städten einen Glauben-Nachbarschaftsbonus. Und Bauernhöfe können potenziell relativ gut an Flüssen gebaut werden. Nicht zwingend immer und überall, aber die Wahrscheinlichkeit ist eine höhere, dass sie dort baubar sind. Das heißt, die Kombination wäre gar nicht so doof, Matze, ne? Das können wir uns auf jeden Fall schon mal vormerken als eine Option. Mhm. Herren des Schiffs und der Sümpfe würde unseren Sümpfen mehr Produktion geben. Ja. Sümpfe, das wäre vor allem deshalb ganz gut, wir spielen ja auf dem Apokalypse-Modus und das bedeutet, es wäre eine Katastrophe und auf dem Urzeit-Kartenskript und wir haben die höchste Katastrophenwahrscheinlichkeit, die es überhaupt im Spiel gibt und wir haben
dank dieser Bedingungen sehr, sehr viele Vulkane auf der Karte. Das heißt, sehr viele Geländefelder werden wir niemals modernisieren. Und viele dieser Pantheons geben bestimmten Modernisierungen Bonussen, Weiden, Plantagen, was auch immer. Das ist eher unwahrscheinlich, dass das hier Sinn ergibt. Sümpfe sind ein Geländefeld, das im unbewirtschafteten Zustand ohne Modernisierung drauf recht ertragreich ist. Es gibt, ohne dass man was machen muss, immer drei Nahrung. Wenn wir das damit kombinieren würden, drei Nahrung, zwei Produktion, würden wir jede Menge Handwerkeraktionen sparen. Wir müssten nicht ständig Sümpfe, die Modernisierung, die stattdessen dort werden, reparieren, nachdem die kaputt gegangen worden sind durch Vulkanausbrüche oder Schwemmlande. Das Argument finde ich sehr cool. Also diese Vulkane können auf diesem Spielmodus, wo wir sind, allerdings auch die ganzen Features auf den Geländefeldern entfernen. Das gilt für strategische Ressourcen, Bonusressourcen, Luxusressourcen, Wälder und auch für den, also Sumpf. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, also nicht, dass ich das schon mal gesehen hätte, aber es würde mich wundern, wenn es nicht für die Sümpfe auch gelten würde, weil es sogar für strategische Ressourcen gilt. Krass. Aber ich, also das weiß ich nicht, weil ich es nicht gesehen habe, aber ich kann mir vorstellen, dass die auch verschwinden könnten. Wie viele Sümpfe haben wir denn überhaupt? Wir haben schon sehr viele. Hier wollen wir eine Stadt gründen, das ist nur Schwemmland. Also wenn die verschwinden, dann doof. Wenn wir das Weltwunder Etemenanki bauen würden, würden Sümpfe noch mehr geboostet werden, aber wir wissen noch nicht, ob die dann, wir haben so viele Vulkane, wenn das stimmt, dass die kaputt gehen können, schreiben mehrere Zuschauer im Chat, dann doof. Dann echt doof. Was ist sonst? Wie viele sind am Vulkan auch dran, ne, dass sie weggehen? Also, relativ viele auch. Mhm. Genau, da sind halt relativ viele bei. Mehr Produktion durch Sumpf, durch bestimmte Schwemmlandfelder. Durch Wüstenschwemmlandfelder, durch Oasen und durch Sumpffelder, das war Herrin des Schilfs und der Sümpfe, boostet also auch die Felder hier unten, die wir haben werden. Und das Schwemmland hier kann nicht kaputt gehen durch Vulkane. Da hätten wir auf jeden Fall zwei Produktionen, allerdings nur bei Wüstenschwemmland. Und das ist ja, ist das Wüstenschwemmland. Zwei oder drei, der Rest nicht. Kultur durch Weiden, ja. Wir haben relativ viele vier Ressourcen hier, ne? Pferde, allerdings nicht unendlich viele. Nee, das sind gar nicht so viele. Was haben wir sonst noch im Spiel drin? Steinbrüche, ja, ein paar Steinressourcen, aber auch nicht so übermäßig viele. Plantagen, gar nicht so viele. Plantagen werden nicht immer, aber doch sehr viel auf Luxusressourcen gebaut und wir haben kaum Luxusressourcen entdeckt und die wenigen werden nur selten wieder Zucker über Plantagen angeschlossen. Bringt es auch nicht. Militäreinheiten früh bauen, das ist für mich, Gott der Schmiede, nur so eine absolute Notlösung, Matze, wenn man echt am Untergehen ist. Ja, genau. Vor allen Dingen, weil man nach der Klasse gar nichts mehr von dem Pantheon hat. Und ja, das wirklich nur eine Notlösung sein könnte. Zwei Glauben durch geothermische Risse und durch Vulkanerde. Geothermische Risse haben wir relativ viele. Schauen wir uns mal an, wo die sind. Ja, hier gleich zwei. Allerdings bringen die zwei Glauben, die wir darauf bekommen, helfen natürlich auch nur, wenn man die auch bewirtschaftet. Wenn man einen Bürger drauf schickt. Und zu Beginn bringen die kaum was. Der eine Forschungspunkt, der wird sehr schnell untergehen. Sobald wir mit Campus-Distrikten arbeiten. Die zwei Nahrung, da futtert sich gerade der Bürger durch, der darauf arbeitet. Und das heißt, das Vulkanerde kann man drauf spekulieren, aber es ist echt Spekulatius. Überzeugt mich jetzt nicht so. Geländefelder mit atemberaubender Anziehungskraft plus ein Glauben. Das ist die Anziehungskraftlinse. Auch da gilt, da muss erstmal jemand drauf arbeiten. Hier unten, wo die Stadt gründen, da wird immer wieder überschwemmt. Überschwemmtes Schwemmland, wo man nicht schnell genug da gibt es immer wieder Ärger. Alles, was überschwemmt ist, hat Minus-Attraktivität. Das geht zwar wieder weg, aber das gibt immer so ein Rauf und Runter. Hier in der Küste geht so. In der Nähe des Naturwunders viel, in der Nähe des Regenwaldes kaum Anziehungskraft. In der Nähe von Bulsankt so ein bisschen. Aber wenn man hier Minen drauf setzt, um die Hügel zu erschließen, geht die Anziehungskraft schon wieder rund. Das überzeugt mich alles nicht, Matze. Also, ja, kann ich verstehen. Vielleicht nach dem Ausschlussprinzip. Göttin des Flusses.
heilige Städtebezirke, zwei Annehmlichkeiten, zwei Wohnraum für alle heilige Städtebezirke, die an diesen Flüssen dran sitzen. Ein Fluss, ein langer Fluss hier, ein sehr langer Fluss hier bis zum Meer, eine Stadt hier. Hier haben wir noch keinen Platz uns bislang überlegt für eine heilige Stätte, aber die könnte man zum Beispiel hier hinsetzen neben die Stadt. Das wäre dann ein Fluss. Hier vorne finden wir garantiert auch einen Platz für eine Stadt. Hier irgendwo drauf am Wohnraum und eine heilige Stätte daneben. Hier vorne auch. Dann hätten wir schon drei an Flüssen, Matze. Unser Ziel mit den heiligen Städten ist es ja primär, möglichst viel großen Nachbarschaftsbonus zu haben, damit wir den Kulturnachbarschaftsbonus auch mitbekommen. Vielleicht, wenn man träumen kann, später noch vielleicht auch sogar einen Produktionsnachbarschaftsbonus. Das heißt, wir sollten uns überlegen, von der Position her, ist da nebenan ein Berg oder können wir da nebenan gut Bauernhöfe positionieren? Und wenn sich das ergibt, dass die dann auch noch an einem Fluss dran sind, dann wäre das für mich das passendste Pantheon. Mhm. Das mit den Bergen ist wahrscheinlich nicht das Kriterium für die Platzierung der heiligen Städte, es sind zu wenig da. Aber wenn wir die wirklich, wie gerade schon erläutert, in der Nähe von Flüssen stellen, in der Nähe von Flüssen, bekäme man den Bonus durchs Pantheon. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man da viele Bauernhöfe bringt, bauen kann drumherum, ist sehr hoch an Flüssen. Und Bauernhöfe gebend an diesen Nachbarschaftsbonus. Was ist das für einer? Ein plus einer. Ein Standard-Nachbarschaftsbonus, ne? Ich habe es nicht getestet, aber so interpretiere ich das. Mhm. Und dann würden wir infolgedessen auch noch durch den Nachbarschaftsbonus Kultur bekommen. Und das in Zusammenhang damit, da könnten die heiligen Städte wirklich mächtig werden bei uns. Wir nehmen den, Matze. Göttin des Flusses. Nickt der Chat uns das ab nach deiner Beobachtung? Ich guck mal, was der Chat noch so schreibt. Ich sehe noch Vorschläge für den Feuergott. Ich sehe Hinweise darauf, dass da Bauernhöfe um die heilige Stätte drum passen müssen. Was wichtig, das ist ein sehr wichtiger Hinweis vom gebratenen Hund. Ja. Wir haben ja hier den Apokalypse-Modus. Ja. Und insbesondere der Fluss im Süden unserer Stadt ist ja alles Schwemmland. Ja. Solange wir dort nicht irgendwie noch einen Staudamm platziert haben oder Liang hochbefördert haben, kann es uns sein, dass die heilige Stätte uns immer wieder kaputt gemacht wird, was doof wäre. Das stimmt. Deshalb müsste man den auf einem Hügel zum Beispiel setzen. Hügel an Flüssen können nicht überschwemmt werden. Die Frage, ne? Hier könnte man einen hinsetzen und das Feld hier vorne ist auch kein Überschwemmungsfeld. Da könnte man auch eine heilige Stätte hinsetzen und wird ja noch einen gewissen Nachbarschaftsbonus bekommen. Das wären zwei heilige Stätten. Von der Stadt hier vorne, erster, zweiter, dritter Ring, das könnte sogar die heilige Stadt von dem hier vorne sein. Und hier könnte man sogar zwei gegenübersetzen. Das ist der Vulkan. Das könnte noch eine heilige Stätte werden. Du musst allerdings ein paar Geländefelder dazu kaufen. Dann wäre das die heilige Stadt von Bulsangt. Das wäre die heilige Stätte von dieser Stadt hier. Das hier wäre die heilige Stätte von dieser Stadt hier. Und hier vorne. Schilfgöttin würde die nächsten Städte erstmal boosten mit viel Produktion in der schwierigen Anfangsphase. Das ist ein sehr gutes Argument von Professor Pantera. Ich zitiere, bringt die Vorteile sofort und mit weniger Risiken. Weil es die Frage, all diese heiligen Städten würden nicht im ersten, zweiten Ring stehen. Die würden gebaut werden, aber erst spät kommen und uns dann... Allerdings ist der Bonus, den man durch dieses Pantheon bekommt, auch ein Mitte-Game-Bonus. Die zwei Annehmlichkeiten und die zwei Wohnraum braucht man nicht zu Beginn einer Partie. Also ich habe tatsächlich auch eine Tendenz zur Produktion auf den Sümpfen, weil ich dort den kurzfristigen Bonus aktuell sehr vorteilhaft für uns sehe und wir eine größere Freiheit haben, wo wir die heiligen Stätten platzieren können, sodass wir das maximieren könnten. Mhm. Allerdings ist klar, wenn die Sümpfe weg sind, kann man darauf dann Bauernhöfe bauen, ne? Aber solange sie da sind und durch die Vulkane nicht weggemacht worden sind, sollte man die erhalten lassen. Das heißt, wenn die neben der heiligen Stätte platziert sind, geben die dann auch keinen Bauernhof-Nachbarschaftsbonus. Das ist richtig. So machen wir das, ne? Wir bekommen ja auch sofort zum Startproduktion hier vorne. Das ist schon ein ganz gutes Argument. Wir könnten vielleicht noch ein Geländefeld dazu kaufen und hoffen, dass die Vulkane das nicht so schnell kaputt machen. Genauso machen wir das, haben auch mehrere andere Leute in dieser Form begründet und holen uns... Wo ist die Matze?
Ja, wir haben jetzt so lange nachgedacht, dass die KI gesagt hat, nee, jetzt nehmen wir euch das weg. Nehmen ist ein bisschen weiter oben. Herren des Schiffs und der Sümpfe. Zwei Produktionen, auch für die Wüstenschwemmlandfelder, die wir hier unten haben, die zwei oder drei und vor allem für die vielen, vielen Sümpfe. Da ist es. Ein Boost für die Mystik, weil wir ein Pantheon jetzt haben und dadurch wird uns angezeigt, wo diese Forschung ist im Kulturzweig, nämlich hier unten. In der Stadt selber haben wir jetzt ein cooles neues Feld, das wir unbedingt bewirtschaften müssen. Das ist das hier bislang, was bewirtschaftet wegen der Nahrung, jetzt wegen der anderen Felder. Und da das gute Startfelder mittlerweile sind, werden wir sogar motiviert, den Siedler nicht zu früh zu bauen, sondern den erster so zu bauen, dass die drei Felder vielleicht alle erhalten bleiben. Die schöne Produktionserträge und Nahrungserträge geben mehr. Das heißt, den Krieger hier zu bauen ist auf jeden Fall richtig. Jetzt ziehen wir hier unten weiter. Also wahrscheinlich ist hier unten eine Ziff, soll man die mal kennenlernen, Matze. Oder wir gucken erstmal, wo wir machen, bleiben erstmal hier vorne und checken aus, wo wir die Städte noch gründen wollen. Erstmal Städte gründen und ich ziehe mal nebenbei, ich guck mal, ob ich irgendwie jemanden finde von den anderen KIs hier. Ja, mach das. Ich schon mal los als Gesandter. Sehr freundlich. Dankeschön, Matze denkt mit. Also ohne Matze muss ich ehrlich sagen, ohne Matze und seine Mätzchen wäre ich hoffnungslos verloren und aufgeschmissen hier. Oh oh. Vier Krieger. Vier Barbaren gegen unseren Krieger. Viel Feind, viel Ehre. Eine Chance für unseren Kriegertrupp, sich zu bewähren. Denkt dran, wir haben plus 5 Kampfstärke gegen jeden. Das erste, was wir jetzt machen, Beförderung geht noch nicht. Den einmal. Ach, den kann man nicht ausschalten. Ich würde eins nach unten ziehen, aus der Reichweite, damit die so ein bisschen. Wir ziehen, ja. Wir könnten hier angreifen und würden den halbieren und würden den nächsten Kampf. Wie viele Punkte haben wir noch? Also. Ich würde, ja, schwer zu sagen. Also natürlich ist es klug für Angriffseinheiten selber anzugreifen, statt darauf zu warten, dass die einen angreifen. Das Problem ist, dass hier halt ein Krieger daneben steht. Und wenn wir den hier angreifen, den killen wir nicht im ersten Zug, sondern nur im zweiten. Dann stehen wir beim zweiten Mal, nachdem wir den vernichtet haben, auf einem Feld ohne Defensivbonus. Und das ist doof. Ich würde eher dazu neigen, ein Stück nach unten zu ziehen und die kommen zu lassen. Der Schleuderschütze hat eine Kampfreichweite von 1. Ich würde ein Stück runterziehen und vielleicht kommen wir sogar hier unten hin, auf den Hügel mit Wald. Das sind die Felder im Spiel, die einem den höchsten Bonus überhaupt geben. Und es kann sein, dass der Gi hinterher zieht und dann versuchen wir hier hinzukommen. Da ist ein Krieger. Der hilft uns und der steht auf Sumpf, oder? Nee, auf Grasland. Können wir aber fast massakrieren. Wir ziehen über dieses Feld und nicht über das, weil Sumpf hat einen Defensivbonus, einen Defensivmanus. Nächste Produktion. Braucht man einen dritten Krieger oder sind wir jetzt mal optimistisch und sagen, Handwerker reicht? Handwerker reicht, Matze. Raus mit dem Handwerker. Go, 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 Handwerker. Direkt neben einen Vulkan gezogen. Ich hoffe, das geht gut. Wieder eine Runde weiter. Vielen Dank. Viele Barbaren auf uns zu. Bei der Gelegenheit ganz kurz ein riesen Dankeschön in Chat für die, ich bekomme es mit, ich gehe nur nicht immer drauf ein, auf die immens rege Diskussion über jede Kleinigkeit hier. Wenn wir über irgendeine Sache reden, wohin man zieht, wie man was einschätzt, zig Kommentare von zig teilweise sehr, sehr erfahrenen Civilization-Spielern. Ich habe im Blick immer wieder mit einem Auge in Chat und habe eine helle Freude dran, da wir so viele Zuschauer haben, eine vierstellige Zahl und so viel kommentiert wird, kann ich selten jetzt so einzeln auf einen Kommentar eingehen, das würde uns total ausbremsen. Ich will auch Zug reinbringen, aber ich sehe das, ich lese das und es wärmt das Herz, wie viel ihr mitdiskutiert, wie viel Sachverstand auch dabei ist. Ganz, ganz ernsthaft. Freut mich total hier. Sage ich auch meine Leuten auf YouTube, falls ihr was lernen wollt. Viele wollen ja lernen durch Zugucken hier bei unseren Let's Plays. Ihr würdet auch ganz viel lernen, wenn ihr mal im Twitch-Stream dabei wärt, einfach
durchs mit reingucken im Chat und wieder verschiedene Alternativen diskutiert und verworfen werden, die Leute auch untereinander diskutieren. Also man lernt unheimlich viel auch, wenn man einfach hier in den Chat reinguckt und diese Diskussionen mitverfolgt einfach hier. Jetzt können wir hier angreifen, würden aber über den Fluss hinwegziehen. Ich lasse den nochmal kommen. Ja, wir können ihn einmal schwächen und dann eins nach unten weiterziehen, aber sein Angriff auf uns wiederum, sein Fernkampfangriff wird nicht dadurch abgeschwächt, dass er auf dem Hügel steht. Ich ziehe lieber auf dieses mega tolle Feld hier unten. Das ist das beste Defensivfeld, das es überhaupt gibt. Den können wir einmal... Oh, oh, oh. Den können wir schwächen. Den schwächen wir aber nicht. Wir ziehen einmal hier rein. Es gibt keine Geländemodernisierung, die wir halten müssen. Einmal hierhin zurück. Lieben Dank an Real Ossi. Danke an FS Takt fürs erste Abo. Danke an dich. Danke an Pustin immer fürs 33. An Marco Amrum. Liebe Grüße Richtung Amrum. Danke Moin Moin zurück fürs 31. Abo. Jupiter Karl. Danke fürs 5. hier. Danke dir. Mr. Eldia, Emreldia, danke dir. 47. Liebe Grüße an dich. Ja, Civ 6 gibt es mittlerweile, du bist auch erstaunt, seit 2016. Gibt es mittlerweile seit 7,5 Jahren. Ist im September rausgekommen und macht uns immer noch so viel Freude hier. Es gibt so viel noch zu entdecken und so viel Abwechslungsreichtum bei den Partien, das ist Wahnsinn. Katastrophaler Ausbruch und er hat Folgen, Matze. Aua. Eine Einheit verloren. Das tut weh. Mit Einheit ist gemeint, entweder eine Einheit neben dem Vulkan oder ein Bürger. Der Bürger ist im vierten Ring. Wäre der, das muss eine Einheit sein, hier vorne. Ein Barbar ist gestorben. Mit anderen Worten, das sage ich ganz ohne Schadenfreude. Schadenfreude ist peinlich. Ich formuliere es mal auf einem kulturell hochstehenden Niveau und ohne jede Schadenfreude. Nehmt das hier, KI! Edge Badge, der heilige Bulle hat's gerichtet! Preise den heiligen Bullen! Edge Badge, preise den heiligen Bullen! Der heilige Bulle hat's gerichtet. Ohne den heiligen Bullen hätte sich dieses Wunder nie und nimmer ereignet. Es war, so heißt es im Chat, eine göttliche Bullvention. So ist es, ganz genau. Also, Zufall oder Walten und Wirken des Heiligen Bullen? Deine spontane Antwort, Matze? Wirken des Heiligen Bullen. Richtige Antwort. Sehr cool, sehr gut. Ja. Weitermachen so. Und jetzt greifen wir doch einmal an und schwächen den. Und wir wollen schöne Plätze finden für schöne Städte. Jetzt wird's langsam interessant, Matze. Ah, tolle Städte. Ja. Wir müssen mit Siedlern anfangen. Gleich kommt eine KI von unten. Wir schlabbern die beiden Städte in der Mitte, ziehen mit einem Siedler, mit einem Krieger quer runter Richtung Süden und finden hier irgendwie die ultimativen Städtchen hier unten einfach. Der See gilt als See, ne? Das heißt, er bietet kein Süßwasser, weil Salzwassersee. Gleich hier vorne, Matze, guck mal hier. Was würdest du denn davon halten, hier eine Stadt zu gründen? Hätten wir auf jeden Fall die Erträge vom See mit drin. Wir gehen davon aus, dass der Fluss noch weit überschwemmt wird und dann dort die Erträge weiter boosten wird. Möglicherweise wird unsere Stadt dann auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber ja, was tut man nicht alles für lecker Nahrung? Das Naturwunder hier unten ist deshalb cool, weil bei einem Naturwunder ist der erste Gedanke. Heilige Stadt daneben ist eine coole Geschichte. Bringt einen Nachbarschaftsbonus von +2 und vor allem Schutzgebiete, Matze. Andererseits, weil Naturwunder boosten die Attraktivität von Geländefeldern, sind für Schutzgebiete relevant. Das ist die Anziehungskraftlinse, andererseits direkt daneben Regenwald.
Das ist doof. Ich mag persönlich den Regenwald bei Civ 6 immer sehr. Ich freue mich, wenn man im Regenwald startet, weil ihr seht es, die Erträge, die Basiserträge sehr hoch sind. Aber man kann auch lange Zeit mit denen jetzt nichts machen. Wir können abholzen, aber wir können da jetzt noch kein Sägewerk drauf bauen. Und naja, für die Anziehungskraft ist er nicht zuträglich. Nee. Man könnte vielleicht später ein Schutzgebiet hier vorne zum Beispiel hinsetzen. Man hat allerdings zwei Wasserfelder, die davon keinen Nutzen haben, aber daneben könnte man die vier Felder, da darf auf den Feldern in einem Umkreis, in einem Feldradius rund um ein Schutzgebiet, sollte man keine Modernisierung bauen und keine Bezirke. Baut man sie doch, das kann man machen, das macht das Schutzgebiet nicht kaputt, aber die besonderen Fähigkeiten der Gebäude, die man auf dem Schutzgebiet errichten kann, boosten halt nicht modernisierte Geländefelder in einem Kreisumkreis. Die beiden Naturwunderfelder hier, die überbaut man sowieso nicht. Die kann man auch nicht überbauen. Den Dschungel muss man nicht überbauen, den Sumpf wollen wir nicht überbauen, weil wir das Pantheon haben. Die meinen Wasserfelder werden verschenkt, okay. Aber die vier Felder werden toll geboostet hierdurch. Boostet das Schutzgebiet auch Naturwunderfelder? Wenn es so du meinst nicht? Ja, also das ist jetzt für mich echt so eine Frage. Habe ich das schon mal ausprobiert? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ob Schutzgebiet auch Seefelder boosten wird? Nach meiner Kenntnis nein. Nur Landfelder. Aber ich sehe keinen. Aber ich glaube, wir hatten schon mal mindestens eine Partie mit Naturwunder neben Schutzgebiete. Ich weiß nicht mehr was und wie, aber ich denke ja. Und jetzt ist es ja ein Seenaturwunder. Gilt dann die Regel, dass der See nicht geboostet wird, oder gilt dann die Regel, dass ein Wunder geboostet wird? Sehr gute Frage. Gilt spieltechnisch als See? Du hast recht. Du hast absolut recht. Oder gilt es spieltechnisch? Es gilt, also wenn der Tooltip passt, ist es ein Seefeld. Naturwunder werden immer geboostet. The Square Fox, North Bowman ebenfalls. Andere widersprechen. Speedy, nein, das passiert nicht. Mit anderen Worten, dieser extreme Sonderfall ist nicht geklärt. Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden, indem man irgendwie mal den Karteneditor macht und eine Testpartie startet. Gibt es einen von euch, der sich freiwillig meldet und sagt, hey, ich spiele mal schnell parallel Civ, starte den Editor, platziere einen Siedler hin, platziere das Naturwunder hin, setze ein Schutzgebiet und teste das. Meldet sich jemand spontan im Chat? Im Ernst, meldet sich jemand. Bitte, wenn, dann bitte gerne. Weil würden wir das machen, dann würden wir die Stadt eins weiter nach unten setzen. Hier vorne hin. Und würden uns das durch ein Aquädukt hier, das Süßwasser holen hier. Eisdrache, der muss es eigentlich wissen. Naturwunderfelder des Landes werden geboostet. Wasserfelder grundsätzlich nicht. Ja, Pierre, aber die Frage ist, was ist das hier? Das ist ein See. Fällt dann soll es sollte eigentlich nicht geboostet werden. Also die Wahrscheinlichkeit ist extrem groß. Also am wahrscheinlichsten ist leider nicht. Dann würden wir die Stadt weiterhin hier oben bauen. Dann würden wir stattdessen auf die heilige Stätte gehen, Matze. Und würden die... Ist auch nett. Ist auch nett. Die könnten wir zum Beispiel eine hier hinsetzen. Hätte man Naturwunder, gibt einen Nachbarschaftsbonus von 2, ne? Genau. Jeweils, genau. Pro Feld. Naturwunder, Geländefelder geben plus 2 Glauben. Das heißt, wenn wir das hier hinstellen würden mit 2 Naturwunder, daneben wäre ein 4er Feld. Vielleicht kriegen wir sogar eine Stadt auf der anderen Seite gebaut, hier vorne hin. Dass wir 2 Natur, 2 heilige Stätten hier platzieren könnten. Eine für die Stadt hier oben und eine für eine Stadt, die irgendwie von rechts kommt. Da müsste man rechts noch mehr aufdecken. Also... Eine der beiden wird es auf jeden Fall. Eventuell auf der anderen Seeseite. Wir müssen auch noch schauen, was wir zum einen hier unten rechts entdecken, was es hier so gibt. Und zum anderen haben wir bislang nur eine strategische Ressource spawnen lassen.
Nämlich die Pferde, die anderen kennen wir noch nicht. Da würde ich abwarten, ne? Ja, da würde ich auch erstmal noch abwarten. Auf jeden Fall alles sehr spannend. Sehr, sehr spannend.